Pardon, ich suche die Praxis von Dr. Katz. Dr. Kleist, bitte. Zweite links oder dritte? Kommt Ihnen das Wort Höflichkeit vage bekannt vor, junge Frau? Chill mal, Opa. Respekt. Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Die Praxis ist leider noch zu. Ich habe nur vergessen abzusperren. Ja. Und Ihr Chef lässt seine Schlampigkeit durchgehen? Hören Sie, wenn das kein Notfall ist, dann würde ich Sie bitten, gleich kurz Platz zu nehmen. Mein Name ist von Hartsfeld. Ich möchte bitte zu meinem Sohn. Herr, Kleist. Dr. Oh. Kleist. Inspektion beendet. Willenskraft. Analytisches Denken. Zu weiches Herz. Und mein Sohn kommt zu spät. Naja, ich bin sehr früh dran und mein Sohn kommt übrigens auch immer erst um 8. Die Zusammenarbeit, die funktioniert ganz hervorragend. Ja. Wirft denn so eine Provinzpraxis auch Gewinne ab? Vater, was machst du denn hier? Guten Morgen, Timotheus. Wie bitte? Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden. Ja, wir auch mit ihm. Ach, wir. Verstehe, Gemeinschaft, übersetzt, mangelnde Fütterung, ja. Mangelnde Führung. Wann hast du Mittagspause, Timotheus? Halb eins. Wir treffen uns 10:30 bei dir. Wiedersehen, Dr. Kleist. Pünktlich. Entschuldigung, Dr. Kleist, das war mein... Ihr Vater, ich weiß. Hören Sie, es geht mir zwar nichts an, aber hat er Sprachprobleme? Wie bitte? Ob er Sprachprobleme hat? Im Gegenteil. Wenn jemand mit Sprache umgehen kann, dann mein Vater. Er war Diplomat. Musst du nicht zur Arbeit? Ihr habt erst zur zweiten, also gehe ich später. Ich will mit dir frühstücken. Also mit euch. Und was habt ihr denn heute für Fächer? Mathe. Wir schreiben einen Test. Hast du gelernt? Komm mal runter, das wird schon. Ich hätte mit dir lernen können. Oder Paul. Der lässt mich nicht mal die Hausaufgaben abschreiben. Äpfel oder Schokoriegel? Schoko. Wow, ihr seid euch in was einig. Ah, hier, Wechselgeld. Danke, bitteschön. Anna. Hallo. Warum läufst du in der Stadt rum? Ruh dich lieber aus. Aber mir geht's gut. Und die Hebamme hat auch gesagt, dass ich... Nichts gegen Frau Fröbe, aber mich interessiert gerade mehr, wie dein Termin bei Frau Dr. Ebert heute war. Ich war noch nicht in der Praxis. Schatz, bitte geh zu ihr. Unser Kind liegt falsch rum und es sind noch 3 Wochen bis zur Geburt. Ich mache mir Sorgen. Ich habe Angst, dass sie mich zu diesem Kaiser schon überreden will. Anna, ich liebe dich. Euch. Ich will doch einfach nur, dass alles gut wird. So, mein kleiner Aussetzer. Jetzt wird's ungemütlich. Nicht schlecht. Ja. Mit Schwung? Jawohl. Prima. Können Sie noch mal tasten? Legen Sie sich noch mal hin. Nicht gedreht. Nee. Tut mir leid. Also. Wir könnten es mit einer äußeren Wendung versuchen. Was heißt das? Das heißt, dass ich versuche, das Baby mit meinen Händen von außen zu drehen. Ja, können wir das nicht sofort? Dafür brauchen wir einen Termin im Krankenhaus. Aber warum? Das klingt doch gar nicht so kompliziert. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Mhm. Dafür braucht man viel Erfahrung. Und es klappt auch nur bei jedem zweiten Mal.
Außerdem kann es zu Komplikationen kommen. Deshalb wäre es mir lieber, steht ein OP-Team bereit, falls es zum Kaiserschnitt kommt. Also, wenn es nicht nötig ist, will ich keinen Kaiserschnitt. Was sind das für Komplikationen? Die Nabelschnur des Babys kann sich um seinen Hals legen. Und der Mutterkuchen kann sich... Aber das muss ja nicht passieren. Aber es kann. Deswegen die Sektio-Bereitschaft im Krankenhaus. Darüber würde ich gerne nachdenken. Und wie geht's der Myokarditis deiner Mutter? Viel besser. Ja? Danke. Grüße mal. Mach ich. Herr von Hartsfeld, ist alles in Ordnung? Was ist mit Ihrem Bein? Das Hotelbild war zu weich. Ich habe mich ein bisschen verlegen. Wie soll ich mir das mal ansehen? Ist alles in Ordnung? Ja. Mir war ein bisschen schwindelig gerade. Passiert Ihnen das öfter? Ja, nein, das ist gelegentlich. Hören Sie, meine Praxis ist ganz in der Nähe. Ich könnte mir das ja mal ansehen. Ich habe einen Hausarzt, Dr. Klaus. Dr. Klaus, tut mir leid, ich will Ihnen keine Umstände machen. Das muss Ihnen nicht unangenehm sein. Ich bin jetzt mit meinem Sohn verabredet. Was ist es? Klein. Aber ordentlich und offenbar sauber. Willst du vielleicht den Schrank inspizieren? Ich erwarte, dass du noch weißt, was ich dir beigebracht habe. Herr, zum Beispiel Hemden auf DIN A4 zusammenfalten. So ein Laster wird man nie mehr los. Die Erbstücke meines Vaters kommen hier nicht zum Sonnenschein. Was? Bei Tee kompromisslos. Ja. Warum bist du hier, Vater? Wir haben in der Fachpresse gelesen, dass du das Ansehen der Familie wiederhergestellt hast. Warum so spät? Dr. Kleist und Dr. Sandmann haben sich für mich eingesetzt. Ohne ihre Hilfe hätte das mit der Rehabilitierung nie geklappt. Weil du klein beigegeben hast. Das sollte sich ein Soldat im Kampf mal erlauben. Vater, bitte, in welcher Zeit lebst du denn? Ich erwarte Kampfgeist und dass du würdig bist, den Namen von Hartsfeld zu tragen. Also, warum versauerst du hier in der Provinz bei deinen Fähigkeiten? Ich hatte das Angebot, Chefarzt der Radiologie hier im Krankenhaus zu werden. Und? Wie hast du es verbockt? Gar nicht. Meine Radiologie in der Praxis ist wichtig für Eisenach. Das Krankenhaus ist völlig überlastet. Verstehe. Standortvorteil für die Praxisgemeinschaft. Kluger Schachzug von Herrn Dr. Kleist. Und mein Sohn bezahlt mit seiner Karriere. Ach, das hat doch keinen Sinn mit uns. Du verstehst mich einfach nicht. Bietest du den Tee auf an oder ist das nur Föderation? Was ist los mit dir, Vater? Bist du krank? Das ist Mutter. Willst du nicht mit ihr sprechen? Und wie läuft dein Tag? Großartig. Ich durfte alleine frühstücken. Ich hatte heute gleich zwei Kinder gegen mich. Aber richtig verdächtig wird es erst, wenn sie deiner Meinung sind. Lotte will alles blöd finden. Ich habe überhaupt keine Chance. Sind doch nur noch ein paar Wochen. Hm? Dann habt ihr euer eigenes Reich. Die neue Wohnung wird unser Problem ja nicht lösen. Unsere Kinder können sich nicht leiden. Was machen wir denn da? Ja. Soll ich noch mal mit Paul reden? Ist ja mein Kind, das sich daneben benimmt. Und ich frage mich, was ich falsch mache. Als alleinerziehende Mutter fragt man sich das ja sowieso die ganze Zeit. Es ist zu viel, zu wenig, zu streng, zu lasch. Ich will keine Aufmunterung. Ich brauche eine Strategie. Ich mag strategisch denkende Frauen. Ich glaube, ich brauche einen freien Nachmittag mit Lotte. Damit ich ihr zeigen kann, wie wichtig sie mir ist. Na klar, mach doch. Wofür haben wir eine Praxisgemeinschaft? Ja, Kleist. Was? Im Ernst? Ja, gut, ich rede mit ihm. Danke, dass Sie es mir mitgeteilt haben. Ja, bitte. Was war das?
Paul hat nach der Mathearbeit einfach die Schule verlassen. Unentschuldigt. Ach, das klingt ja cool. Münsterland. Ja. Okay. Bye, Justus. Clara? Was ist los? Justus kennt ein Gestüt in Warndorf. Er fragt im Rennstall nach, ob ich dort meine Ausbildung beginnen kann. Aber du würdest lieber hier in Eisenach lernen, auf diesem Minihof mit den drei Gäulen. Das verstehe ich. Natürlich nicht. Klingt doch spannend, was er erzählt. Eigentlich weißt du bloß nicht, ob du aus Eisenach weg willst, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Durchstarten. Nimm dein Leben in die Hand, Mäuslein. Jetzt, wo du endlich weißt, dass du Pferdewirtin werden willst. Unser offener Meinungsaustausch war doch ganz nützlich. Grauenhaften Streit. Auch die Wahrheit hat Nüssen. Mein Gott, Vater, wo geht das mit deinem Sohn, nicht mit irgendeinem Diplomaten? Ich bin hier, weil wir ein teures Stadium dein teures Studium bezahlt haben. Gott, nicht schon wieder die Nummer. Ich habe schon so oft erlebt, wie du mit Menschen umgehst, Vater. Ich meine, du bist sogar in der Lage, selbst mit einem Schwein freundlich und zielorientiert über die Notwendigkeit des Sonntagsbratens zu verhandeln. Hey, was ist? Lassen Sie mich, Herr Wachtmeister! Frau Petzold, wenn es recht ist. Ist das Ihr Vater? Ich bin für die Drehung. Bei Komplikationen machen die sowieso einen Kaiserschnitt. Aber Erik, unser Baby kann sich immer noch von selbst drehen. Es wird die Hebamme sein. Machst du bitte auf? Hanna, ich will einfach nur sicher sein, dass alles gut geht. Und wenn Frau Dr. Ewald uns diesen Vorschlag macht, dann glaube ich wirklich, dass es das Beste ist. Hallo, Frau Fröbe. Hallo. Hallo. Ich muss los, Schatz. Die in Erfurt warten schon. Mhm. Bis dann. Das Baby hat sich immer noch nicht gedreht. Können wir das Moxen heute noch mal probieren? Das machen wir, ja. Und das ist wirklich nur Beifuß, was Sie da verbrennen? In der traditionellen chinesischen Medizin heißt Beifuß Moxa. Können Sie es so aushalten oder wird es zu warm? 20 Minuten waren das, richtig? Ungefähr. Und dieser Sujin, also dieser Akupunkturpunkt in meinem Zeh, ist mit meiner Gebärmutter verbunden. Der Reiz soll das Baby unruhig machen. Dann bewegt es sich stärker als sonst. Und dreht sich hoffentlich nach dem sechsten Versuch dann auch endlich. Die Möglichkeit besteht. Ja? Frau Hartzfeld. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, bitte kommen Sie rein. Ich habe vorhin Ihren Vater getroffen. Und? Ganz merkwürdige Geschichte. Er hatte irgendwie Probleme mit seinem Bein. So ein leichtes Zittern und es war ihm schwindelig. Fast wie ein Anfall. Ja. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Vorhin auf dem Rückweg zum Hotel, da ist er plötzlich zur Seite gekippt und hat Frau Petzold mit einem Polizisten verwechselt. Hat er denn noch mal Sprachausfälle gehabt? Mein Vater, dem Sprachkünstler, rutschen die unglaublichsten Dinge raus, aber er will nicht mit mir darüber sprechen. Gibt es Fälle von Demenz in Ihrer Familie? Ja. Mein Großvater, väterlicherseits. Haben Sie den Vater denn dahingehend mal untersucht? Der lässt sich von niemandem untersuchen, außer von seinem Hausarzt. Und der ist in Rente. Wieso kommen Sie beide nicht zu mir zum Abendessen? Was? Na ja, wir könnten ihn beobachten, so ohne sein Wissen. Ja, und außerdem könnte mein Vater meinen Chef kennenlernen und vielleicht versteht er dann auch, warum ich hier bleibe und nicht ans Krankenhaus gehe. Wie bitte? Ach, das ist jetzt völlig irrelevant. Ich habe mich für Sie entschieden. Dr. von Hartzfeld, gibt es etwas, das ich wissen sollte? Professor Bender hat mir ein Angebot gemacht. Ich habe es abgelehnt. Fertig. Und wann hatten Sie vor, das mir mitzuteilen? Ich habe nicht vor, die Praxis zu verlassen. Also habe ich Sie damit auch nicht belästigt.
Was ist denn jetzt mit dem Abendessen? Bleibst du dabei? Ja, natürlich. Justus hat beim Gestüt angerufen. Der Züchter würde mich sofort nehmen. Also in 2 Wochen. Nein, das ging ja schnell. Mhm. Aber die Entscheidung für die Lehre würde auch heißen 3 Jahre Warendorf. Wie auch immer du dich entscheidest, Clara, wir sind deine Familie und wir halten zu dir. Ich weiß. Ist es denn wirklich das, was du willst? Ich meine, so ein Rennstall ist natürlich schon was anderes als ein kleiner Reiterhof, ne? Am liebsten hätte ich den Rennstall ja hier. Das sagst du doch jetzt nur, damit ich nicht traurig bin. Wieso? Du hast doch schon eine neue Beutetochter. Ach, du meinst Lotte? Gratulation. Gegen die war ich wahrscheinlich ganz harmlos. Soll ich mal deine Horror-Pubertätsgeschichten gleich erzählen oder soll ich warten, bis wir alle was davon haben? Aha. Okay. Kissenschlacht oder Abendessen? Nein. Ich habe heute Abend ein Geschäftsessen. Das ist sehr wichtig. Ich bitte euch beide, dass ihr mir das Wohnzimmer überlasst, ja? Ist okay. Ich bin sowieso mit Lotte im Schlafzimmer verabredet. Wir wollen eine Serie gucken. Keine Ahnung. Mist. Fast wie zu Hause. Zu Hause ist da, wo mein Laptop ist. Und ich dachte, das hätte auch irgendwie was mit mir zu tun. Naja. Irgendwie vielleicht schon. Ja, es war nicht zu überhören und nicht zu übersehen. Bist du schon ins Bett? Ich dachte, du hast unten dein Essen. Nee, die Geräusche haben mich angelockt. Und vertreiben dich auch wieder. Was ist denn das? Eine Arztserie? Wenn du kein Blut sehen kannst, guck lieber weg. Wir sehen uns. Mhm. Und was, wenn ich hier schlafe? Willst du das denn? Nö, aber wenn. Dann kannst du natürlich hier schlafen. Nein. Geh schon dran. Sicher? Klar. Ewald? Frau Salzmann. Bleiben Sie ganz ruhig. Ja, das sind Wehen. Gut, gut, gut. Können Sie mir sagen, in welchem Abstand die Wehen kommen? Okay. Ja, gut. Es wird alles gut. Ich komme vorbei. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Das Essen schmeckt großartig. Gern geschehen. Für uns sind Familie und Gemeinschaft sehr wichtig. Sehr lecker, Ihre Antibiotika. Italienischen Leckereien. Entschuldigen Sie bitte. Meine Patientin hat Wehen. Kurzer Abstand. Ich muss da hin. In der Oper läuft heute der goldene Hahn. Du kennst die Oper? Korsakow in der Provinz, nein, danke. Partikularinteressen sind Sparschweine, die keiner kauft. Na los. Spucken Sie schon aus, Dr. Kleist. Ihre Analyse. Nun, ich vermute, dass Sie an einer Form von Aphasie leiden. Und das, was ich heute Mittag gesehen habe, war möglicherweise ein epileptischer Anfall. Ich habe Alzheimer, wie mein Vater. Das muss es nicht heißen, Vater. Sprachstörung kann viele Ursachen haben. Ja, zum Beispiel Alzheimer. Nun, Demenz könnte eine mögliche Ursache sein, aber es gibt noch viele andere Erklärungen. Und deswegen wäre es sehr wichtig, wenn wir Sie gründlich untersuchen dürften, Herr von Hartsfeld. Also gut, wenn schon Diagnostik, dann sofort. Wie schön. Frau Ewald. Ich habe den Krankenwagen gerufen. Wie oft kommen denn die Wehen? Alle 4 Minuten. Moxen hat nichts gebracht. Das Kind hat sich nicht gedreht. Oh. Da hat sich jetzt gerade was ganz komisch bewegt. Okay, legen Sie sich mal wieder hin. Aber das Baby kommt viel zu früh. Liegt es am Beifuß?
3 Wochen sind gar nicht so viel zu früh. Und am Beifuß wird's nicht liegen. Da kann man sich höchstens den Zeh verbrennen. Ich wollte immer eine Hausgeburt, aber nicht so. Das Baby liegt doch falsch rum. Ist aber viel Bewegung. Ja. Was ist passiert? Frau Salzmann, ich glaube, Ihr Kind beginnt sich zu drehen. Wirklich? Oh. Ganz tief atmen, so wie Sie es im Kurs gelernt haben. Das ist heftig. Das. Alles gut. Ihr Kind will jetzt auf die Welt. Das machen Sie gut, Frau Salzmann. Schön ruhig weiteratmen. Ihre Zeit, Dr. Kleist. So selbstverständlich. Wenn er mein Vater wäre, wäre ich auch beunruhigt. Jetzt starrst du schon so lange auf den Monitor. Was sagt denn dieses EEG? So schnell geht's nicht, Vater. Es dauert eine Weile, bis man die Messung auswerten kann. Erdbefund. Diffuse Theta-Delta-Aktivität. Michael, ich bin's. Sag mal, bist du noch in der Klinik? Okay, dazu könnten wir zeitnah, also sprich heute Abend, noch ein großes Blutbild und einen Liquortest durchführen lassen. Okay, super. Danke dir. Also, Vater, es wird dir jetzt mit einer Lumbalnadel etwas Likor entnommen. Das ist Nervenwasser, das das Rückenmark umgibt. Ja, und Teile des Gehirns. Und das kann man auf eine Entzündung testen? Ja, richtig, genau. Sind Sie etwa Arzt? Dr. Timotheus von Hatzfeld. Ich leite die Radiologie in der Praxis Dr. Kleist. Und was ist Ihre Fachrichtung, wenn ich fragen darf? Ich meine, wenn Sie mal fertige Ärztin sind? Chirurgie. Radiologen, das sind alles Besserwisser. Die glauben, sie können alles durchschauen, nur weil sie so tolle Apparate haben, mit denen sie spielen dürfen. Dürfte ich mal um etwas Konzentration bitten hier, ja? Sieht gut aus. Wenn Sie sich ein bisschen anstrengen, können Sie gar nicht schlecht mit Patienten umgehen, Frau... Bender. Bender? Sie haben nicht zufällig irgendwas mit Klinikchef Professor Bender zu tun? Doch, ich bin die Tochter. So, das haben Sie hinter sich. Das war ja weniger schlimm, als ich befürchtet hatte. Oh, ich habe Bereitschaft in der Notaufnahme. Die bringen gleich jemanden. Herr Radke kümmert sich weiter um Sie. Interessante Begegnung, Doktor von Hatzfeld. Ja, das finde ich auch. Vorstellen? Ihr Sohn. Der ist perfekt. Geht's dir gut? Uns geht's gut, ja. Das ist mein Sohn. Was heißt das? Wenn sich die Gebärmutter nicht kontrahiert, dann schließen sich die Blutgefäße nicht. Und es kommt zu starken Blutungen. Vater, blute ich dann? Nein, aber ich kann das hier nicht stoppen. Sie müssen ins Krankenhaus. Und Elias? Der kommt mit und Ihr Mann auch. Okay. Hallo. Ah, das
Das ist Frau Salzmann, atonische Nachblutung nach Spontangeburt. Plazenta vollständig entfernt? Ja. Dann direkt in den Kreißsaal, bitte. Was ist mit dem Baby? Dem geht's gut. Der Vater ist mit ihm auf der Neugeborenen. Okay. Sie sind noch da. Ja, ich wollte gerade gehen. Sie sind zurückgekommen. Ist alles in Ordnung? Ich mache mir große Sorgen um ihn. Kommen Sie. Setzen wir uns. Der macht es mir so verdammt schwer. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Kälte und dieser Abbindung umgehen soll. Egal, wie man zu seinen Eltern steht, sie bleiben unsere Eltern. Und wenn sich das Verhältnis verändert oder jemand krank wird, dann brechen plötzlich so viele Gefühle über einem zusammen, dass man manchmal die Orientierung verliert. Ich meine, er ist vielleicht todkrank und ich meine, jetzt kann er sich mit mir versöhnen. Vielleicht hat Ihr Vater Probleme damit, über seine Gefühle zu reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht den Versuch von ihm, mit Ihnen zu reden, nicht erkennen? Ich weiß es nicht. Immerhin ist er zu Ihnen gekommen. Jetzt, wo seine Angst am größten ist. Vielleicht sucht er nicht nur Heilung, sondern möchte den Streit beilegen. Ich hab so eine Angst, dass wir das nicht mehr hinkriegen. Dass diese Wand bestehen bleibt und dass er stirbt, verstehen Sie? Sie sich. Wenn Sie sich verändern, dann geben Sie ihm die Chance, dass er das auch kann. Es gehören immer zwei dazu, sich zu versöhnen. Herr Salzmann. Und? Sie konnten die Blutung stoppen. Und man musste nichts vom Gebärmuttermuskel entfernen. Danke. Was heißt das? Das heißt, dass Ihre Frau weitere Kinder bekommen könnte. Danke, Frau Doktor. Das Wichtigste ist jetzt, dass es Hannah gut geht. Ja. Ist Ihr Sohn noch oben auf der Neugeborenen? Ja, Sie haben gesagt, dass er zu Ihrem Zimmer kann. Wann können wir hin? Ich denke so 10 Minuten, dann gehören Sie zu ihr. Okay. Machen Sie es gut. Das Labor und den Likotest werden wir heute Vormittag noch bekommen. Was ist, wenn es ein Gehirntumor ist? Gehirntumor? Mutter? Frau von Hatzfeld, das war überhaupt nicht für Ihre Ohren bestimmt. Wir haben gerade erst mit der Diagnose angefangen. Also wir sehen hier keinerlei Hinweise darauf, dass es sich hier um einen Hirntumor handelt. Timotheus, was hat dein Vater? Es ist kein Tumor, aber ein leichtes Hirnödem. Hast du vielleicht in letzter Zeit irgendwas auf oder gegen den Kopf bekommen? Nein. Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen, Mutter? Er hat oft mit dem Satz aufgehört zu reden. Ich dachte, dass er keine Lust mehr hat, sich mit mir zu unterhalten. Jetzt weiß ich, warum. Weil ihm die Worte fehlten. Weil er krank ist. Irina, bitte. Tut mir leid, dass ich das so falsch gesehen habe.
Position. Hm. Danke. Ich bin froh, dass ich dich angerufen habe. Und dass du hier bist. Ich mache mir solche Vorwürfe. Ich habe die Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich hätte deinen Vater unterstützen müssen. Stattdessen habe ich mich zurückgezogen. Aber er hat mir nichts von seinen Problemen erzählt, Timotheus. Nichts. Du kennst ihn doch, so ist er nun mal. Mich hat er noch nie ausgeschlossen. Mich immer. Vater ist stolz. Er hasst es, Schwäche zu zeigen. Das weißt du doch. Dieses Hirnödem, kann man das operieren? So klein wie es ist, müssten die Medikamente, die wir ihm verabreichen, ausreichen. Wenn sich mehr Flüssigkeit sammelt, dann müssen wir den Druck in seinem Hirn durch eine kleine OP beheben. Aber es kann wiederkommen, wenn er nicht rausfindet, was er hat, oder? Deshalb dürfen wir keine Zeit verlieren. Komm, lass uns zurückgehen. Mutter, er braucht dich. Was immer er auch hat, bitte, Timo, mach ihn wieder gesund. Ich will ihn nicht verlieren. Timotheus. Ich tue mein Bestes, Mutter. Frau Salzmann, ich habe selber zwei Kinder und ich weiß, wie gerne man nach Hause will. Aber bei der Geburtskomplikation, die Sie hatten, hätte ich das wirklich gerne gesehen. Sie wären noch einen Tag geblieben. Ja, Dr. Salzmann hat mich auch nur entlassen, weil ich versprochen habe, gleich zu Ihnen zu kommen. Und es ging mir wirklich gut. Unterschätzen Sie die Wirkung der Endorphine nicht. Das sind Hormone, die der Körper ausschüttet, um die Schmerzen nicht so zu spüren. Und die wirken nach. Sie fühlen sich stärker, als Sie es in Wirklichkeit sind. Ja, heute Mittag ging es mir dann auch nicht mehr so gut. Ich glaube, ich habe Fieber. Was? Na dann mal rein. Also, was ist jetzt? Tja, wir haben das Hirnödem und erhöhte Entzündungsmarker. Keine Erregernachweis im Liquor. Weder Herpes simplex-Viren noch Epstein-Barr. Ja, und wir haben von Mumps bis FSME alles ausgeschlossen. Jetzt erklär mir nicht, was ich weiß. Ich hatte nie einen Zeckenbiss. Dein Sohn versucht doch nur herauszufinden, was du hast, Alexander. Und darin ist er im Übrigen sehr gut, Herr von Hartsfeld. Wir gehen ernsthaft davon aus, dass Sie eine Entzündung im Körper haben. Aber Sie wissen offensichtlich nicht, warum. Ja, noch nicht. Das ist eine Provinztheaterposse hier. Sie tappen ja völlig im Dunkeln. Bitte, das bringt uns doch jetzt nicht weiter. Du hast doch auch keine Ahnung, was ich habe. Am Ende ist es doch Alzheimer und du bist zu blöde für eine korrekte Dialyse. Jetzt komm weiter. Schau mich an. Guck mir. Pass auf. Ich gebe dir einen Tag. Einen. Und wenn du dann immer noch nicht weißt, was ich habe, dann will ich dich nicht auf meiner Hochzeit sehen. Auf meiner Beerdigung, meine verdammte Frau. Doch nochmal. Bleiben Sie hier. Mein Vater beruhigt sich schon wieder. Der beruhigt sich überhaupt nicht. Mein Vater ist kein normaler Patient, Dr. Kleist. Es ist ein unnachgiebiger Tyrann. Ihr Vater ist dabei, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Das ist für einen Mann in seiner Position das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Also reißen Sie sich zusammen, von Herzfeld. Wo bleibt Ihre analytische Fähigkeit? Emotionen helfen Ihrer Familie nicht. Wie soll ich auf ihn zugehen, wenn er sich so verhält? Mein Vater meint es nicht so, Timo. Er hat Angst. 38,3, leicht erhöhte Temperatur. Wir machen zur Sicherheit einen Bluttest, um eine fulminante CRP-Erhöhung auszuschließen. Wenn Sie eine Entzündung haben, dann verschreibe ich Ihnen ein Antibiotikum. Aber ich stille doch. Kann ich das trotzdem nehmen? Es kommt auf die Dosierung an. Und wir müssen ein Mittel nehmen, das speziell auf diesen Fall abgestimmt ist. Gut. Jetzt müssen Sie aber erstmal schleunigst ins Bett. Sie verlassen das Bett nur, wenn Sie auf die Toilette müssen. Das Baby haben Sie in Reichweite oder Sie lassen es sich bringen. Schaffen Sie das? Ich bin nicht so gut darin, mich bedienen zu lassen. Dann überweise ich Sie sofort wieder ins Krankenhaus. Mit einer Endometritis ist nicht zu spaßen. Daraus kann sich eine Sepsis entwickeln. Zum Beispiel. Von Hartsfeld, drücken Sie sich doch deutlich aus. Hier, das könnte passen.
Passt gut zu meinem Vater. Exotisch, wenig erforscht. Enzephalitis durch Autoimmunerkrankung? Nicht das Virus greift das Gehirn an, sondern das körpereigene Immunsystem. Damit wäre auch klar, woher das Hirnödem kommt. Unbehandelt, das ist tödlich. Die anderen Symptome passen auch. Sprachstörung, das aggressive Verhalten, die epileptischen Anfälle. Ja, und auch weshalb die Krankheit so langsam fortschreitet. Wir müssen die Ursache finden. Es ist sicher eine Anti-MR2-AK-Enzephalitis. Erst einmal müssen wir die Antikörper testen. Bisher ist es ja nur eine Vermutung. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, zu dem Reitstall nach Münsterland zu gehen. Na toll, dann bin ich ja ganz alleine. Komm her. Und Grüte, ich werde dich auch vermissen. Aber wir können hier halt nicht ewig bleiben. Weiß ich doch. Außerdem, Bruder und Schwester forever, schon vergessen? Na, lange Nacht? Ja, der Vater eines Kollegen ist krank. Und du? Frühschicht. Na, viel Spaß. Danke. Züchtet der Typ auch Rennpferde? Mhm. Cool. Lotte? Hier. Ich brauch nichts. Es sind nur zwei T-Shirts, keine Liebeserklärung. Meine Reisetasche ist aber voll. Fluchtmodus, verstehe. Aber nachher gefällt's dir hier noch. So, Frühstück ist fertig und wir müssen reden. Oh, ich hab einmal geschwänzt und du machst gleich so ein Drama draus. Gaul. Lotte ist voll gemein. Sie hat sich in der Schule über mein Baumhaus lustig gemacht. Und die anderen haben voll gelacht. Und dann bist du weggelaufen. Ich weiß, dass es im Moment schwer für dich ist. Aber guck mal, für Lotte ist es auch nicht einfach. Aber deshalb muss sie mich doch nicht mobben. Stimmt, das muss sie nicht. Aber gib ihr Zeit, hier anzukommen. Sie will doch auch noch dazugehören. Trotzdem. Clara hätte sowas nie gemacht. Und Lisa auch nicht. Ja, aber das sind ja auch deine Schwestern. Mit denen bist du doch groß geworden. Lotte ist fremd. Meinst du denn vielleicht, dass du ihr ein bisschen Zeit geben könntest? Kann ich, aber nicht ewig. Paul, schwänzen ist trotzdem keine Option. Weiß ich doch. Warum bist du nicht mit zur PT-Untersuchung? Wollte ich. Aber er hat gesagt, dass er meine Angst nicht aushalten kann. Ich verstehe das, Timotheus. Es hat mit Respekt und Würde zu tun. Aber ihr habt geredet. Ja. Er hat sich dafür entschuldigt, dass er mich ausgeschlossen hat. Hat er sich auch dafür entschuldigt, wie er sich hier benommen hat? Er macht die Untersuchung. In seiner Welt ist es ein Eingeständnis. Von Halsberg, hier sind Sie. Die Klinik hat gerade angerufen. Ihr Vater ist jetzt im Vorbereitungsraum. Was passiert da mit ihm? Also, eine PET-Untersuchung funktioniert wie eine CT-Untersuchung. Er wird in so ein Gerät geschoben und darf sich nicht bewegen. Der mit radioaktivem Fluor markierte Traubenzucker muss sich im ganzen Körper verteilen. Ist das nicht gefährlich? Nein, die Substanzen sind noch schwachstrahlend. Und warum bekommt er das? Naja, Körperzellen brauchen Traubenzucker zum Wachsen. Und die Bösartigen wachsen schneller und brauchen deswegen mehr Traubenzucker als die Gesunden. Das Fluor sammelt sich in den kranken Zellen und die PET-Kamera kann es sichtbar machen. Ich verstehe das alles nicht. Ich denke, er hat ein Hirnödem und diese Autoimmunenzephalitis. Das hängt alles zusammen. Das Abwehrsystem greift das Gehirn an, deshalb das Ödem. Und wir müssen jetzt die Ursache finden. Das kann zum Beispiel ein Tumor irgendwo im Körper sein. Ja, und diese PET-Untersuchung, die hilft uns eben festzustellen, wo dieser Tumor genau sitzt. Also doch ein Tumor. Und was ist ein
Seminom? Hodenkrebs. Das ist ganz sicher. Vater, eine gründlichere Untersuchung ist fast nicht möglich. Dr. von Hatzfeld, setzen Sie sich doch bitte. Ihre Eltern müssen die Information auch erstmal erfahren. Also, das Gute ist, wir wissen jetzt, was Ihre Erkrankung ausgelöst hat. Ein Tumor. Und dadurch steigen Ihre Heilungschancen extrem. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, ich möchte es gerne von Dr. Kleist hören. Herr von Hatzfeld, Ihr Sohn ist ein hervorragender Arzt. Ich würde es begrüßen, wenn er es Ihnen erklärt. Also gut. Der Hodentumor gehört zu den sogenannten Keimzellentumoren. Das ist meine Grunderkrankung. Ja, genau richtig. Aufgrund der ausgeprägten antitumoralen Immunreaktion deines Körpers, die auch die Autoimmunenzephalitis ausgelöst hat, ist der Tumor Gott sei Dank sehr klein geblieben. Und hat keine Metastasen gebildet. Das heißt, wir können ihn sehr gut operativ entfernen. Und wann? Je schneller, desto besser. Sofort. Herr Dr. Kleist, mein Sohn hat ja ganz offensichtlich sehr viel bei Ihnen gelernt. Ich möchte mich entschuldigen für die Entgleisung gestern mit dem Wort Provinzpraxis. Akzeptiert. Bitte. Hallo. Na, Frau Doktor. Wollen Sie schauen, ob ich mich auch wirklich schone? Na, ich sehe ja, dass das läuft. Hallo, Elias. Er schläft. Na, dann wollen wir ihn mal schlafen lassen. Wie geht's Ihnen? Schon viel besser. Gut, dann schonen Sie sich weiter, damit das auch so bleibt. Wir nehmen das sehr ernst, was Sie gesagt haben, Frau Dr. Ewald. Ich wollte Sie noch was fragen. Kann es sein, dass unsere Hebamme das alles verbockt hat? Schatz, bitte. Ja, entschuldige dieses komische Kraut, was sie hier verbrannt hat. Das Frau Fröbe ist eine sehr erfahrene Hebamme. Da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Und vielleicht hat das Moxen ja dazu geführt, dass Elias sich doch noch gedreht hat. Wenn Sie das sagen, dann glaube ich das auch. Ich wollte einfach nur mal fragen. Schon gut. So, jetzt würde ich gerne Blutdruck messen. Vielen Dank für alles, Frau Doktor. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für morgen stehen noch zwei interessante OPs an. Wenn Sie wollen, dann trage ich sie ein. Danke. Die sind gut für meinen Facharzt. Ich will vorankommen. Ja, Ehrgeiz schadet nicht. Ausgerechnet Hatzfeld. Bekommt hier eine Extrawurst? Der Dr. Sandmann. Ich weiß, was in meinem Krankenhaus los ist. Das freut mich für Sie, Professor Bender, aber niemand bekommt hier eine Extrawurst. Da liegen mir andere Informationen vor. Die Laboruntersuchungen von Hatzfeld hätten bis heute warten können. Stattdessen drücken Sie sie meiner Tochter auf, die dadurch wichtige OPs verpasst? Aufgrund eines Hirnödems mussten wir möglichst schnell die Labor- und Liquorergebnisse bekommen. Der Patient von Hatzfeld ist gerade hier operiert worden. Du hast also absolut keinen Grund, Dr. Sandmann Vorwürfe zu machen. Wegen Ihrer Ausbildungspraktiken ist wohl nichts zu sagen. Dr. Sandmann? Ja, vielen Dank. Gerne. Auf rumzulaufen, das macht mich ganz nervös. Das hast du als Kind schlimmer gemacht, wenn du aufgeregt warst. Hat er mich deshalb ins Internat abgeschoben? Er hat die beste Einrichtung für dich ausgesucht, um dich zu fördern. Du hast schon immer zu ihm gehalten. Ohne seine Disziplin und Erziehung wärst du heute nicht da, wo du bist. Und hättest ihn vielleicht nicht helfen können. Mich zur Höchstleistung anzusporen, war die einzige Art, wie ihr eure Liebe zeigen konntet, oder? Die Operation ist gut verlaufen und der Tumor entfernt. Das ist gut. So. Sie bekommen jetzt noch einen Immunsuppressiva. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Ihr Mann wieder vollkommen gesund wird und dass Sie einen großartigen Sohn haben. Wiedersehen. Jetzt ist der Tumor zwar weg, aber eine Autoimmunerkrankung ist nicht ungefährlich.
Eine Zeit lang wird dein Immunsystem gedämpft, damit es mit dem Fehlverhalten aufhört. Das Ödem bildet sich zurück. Komm her, mein Junge. Hast deine Sache gut gemacht. Plan? Wie lange sollen wir hier denn noch wohnen, nur weil du den Termin mit den Handwerkern verkackt hast? Lotte, bitte. Es ist alles geregelt. Unsere Wohnung ist bald fertig. Ich bin bald raus. Machst du nicht alleine? So, da wir ja alle unter einem Dach wohnen und vermutlich auch noch nächste Woche, halten wir uns an Regeln. Paul, du saugst Staub und zwar gerne. Wo du gerne hast, weiß ich nicht. Lara, du machst die Wäsche. Von mir aus? Ich kann das wenigstens mit der Buntwäsche. Können wir die T-Shirt-Affäre mal hinter uns lassen? Okay. Abwaschen abwechselnd bei den Kindern. Heute Clara und Lotte. Nee. Mhm. Das glaub ich nicht. Das glaub ich schon. Christian ist nicht mein leiblicher Vater. Das ist Justus, bei dem ich gerade in Kanada war. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch sehr jung war. Justus wollte mich damals nicht. Mein Vater wollte auch nicht, dass ich bei ihm und meiner Schwester in Berlin wohne. Kein schönes Gefühl, was? Justus ist der mit den Pferden, oder? Ja, genau. Sie reden. Das heißt, sie haben sich nicht umgebracht? Nein, es war völlig richtig, die beiden den Abwasch machen zu lassen. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich das einfach so entschieden habe. Nein, du hast recht. Ich mag dein Bauchgefühl. Ich habe immer recht. Je eher du das verstehst, umso besser. So, du meinst, wir sollen es austanzen? Das sollten wir. Lots of money. I don't care about jars of honey. I don't care if it's raining outside now. I just wanna hold you tight.